Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Lost Ark. Wir sind hier im Palast von Lutera und da. König Tyrain ist endlich, hat endlich den Thron bestiegen. Ja, wir sollten für ihn eine Quest erledigen und uns mal erkunden, wie die Handlanger vom ehemaligen Scherich hier auf ihn reagieren. Und das, teilen wir ihm jetzt mal mit. Verstehe. Das ist also, was Scherichs Männer glauben. Exakt. Obwohl ich mich frage, ob er nicht recht hatte, dass er die Bürger noch überzeugen muss. Ich würde sie selbst befragen, aber ich bezweifle, dass sie offen mit dem Monarchen sprechen würden. Würdet ihr in meinem Namen mit ihnen sprechen? Hört euch die Meinung der Leute im Schloss Lutera an und berichtet mir, was sie sagen. So, höre den Lutheranern zu. Können wir uns hier irgendwo hinstellen und Gespräche belauschen? Oder müssen wir dafür rausgehen? Okay, müssen wir wohl zu rausgehen. Mal sehen, ob wir denn hier überhaupt rauskommen oder ob wir das Lied der Flucht spielen müssen. Ne, wir kommen hier so raus. Okay. Ich werde als Hauptmann der königlichen Wache bis zum letzten Atemzug an der Seite Ihrer Majestät sein. Es ist mir eine Ehre, neben einem furchtlosen Ritter wie dir zu kämpfen. Lutera ist aus der Asche emporgestiegen, noch stärker als je zuvor. Es wird in der Geschichte nie wieder einen Fall der Burg Lutera geben. Und seine Majestät plant, die Prüfungsarena bald wieder zu eröffnen, damit du für mehr Ehre und bessere Fähigkeiten trainieren kannst. Ich würde gern solch großartigen Ritter wie dich dort kämpfen sehen. Willst du nicht zur Arena gehen und die Anlage untersuchen? Willkommen, Königsritter. Zum Glück komme ich noch rechtzeitig. Ich fühle mich geehrt, die frohen Neuigkeiten überbringen zu dürfen. König Tyrain hat euch eine Festung gegeben. Bald wird am Palast eine Zeremonie zur Verleihung eures Titels stattfinden. Lordschaften von überall her haben sich auf Burg Lutera zusammengefunden, um der Zeremonie beizuwohnen. Und der Scherichs Regentschaft war so etwas undenkbar. Und nun folgt mir bitte, der König erwartet euch. Da sind wir wieder drin. Mein Lieblingsritter. In Anerkennung dafür, dass du die sterbliche Welt beschützt und Lutera Ehre gemacht hast, gewähre ich, König Tyrain von Lutera, dir hiermit eine Festung. Ich könnte nicht stolzer sein, dich meinen Freund nennen zu dürfen. Ich hoffe, dass diese Festung eine würdige Belohnung für deine Mühen ist. Na, aber sicher. So, wir sprechen wieder mit der Empfangsdame. Möge eure Festung von der Güte Regulus erfüllt sein. Durus, bitte nimm dieses Notenblatt an. Es ist das Lied von Heim und Herd. Das Lied von Heim und Herd? Richtig, der Bade von Sonnenhügel schrieb es für euch. Ihr könnt das Lied von Heim und Herd singen, wo auch immer ihr euch befindet, und es transportiert euch zu eurer Festung. Ja, sehr cool. Müssen wir mal direkt schauen. Ich würde sagen, das packen wir mal hier hin. Und dann aktivieren wir mal den Triporter hier. Damit wir auch wieder herkommen. Oha, hier ist aber viel los. So, hier ist der Postbote. Unsere Nachfahren werden dich und seine Majestät auch mit solchen Statuen ehren. Wir erledigen hier die paar Quests mal noch.
So, die Kathedrale von Kadan. Hier können wir mal mit einem lutheranischen Adel sprechen. Der Friede wird nicht weilen. Okay, die denken, dass der Friede nicht lange halten wird. Ich würde mich hier auch nochmal umsehen. Lasst uns beten. Was haben wir denn hier oben? Nur ein Altar. Okay, ich glaube, dann können wir hier wieder raus. So, wo geht's denn dahin? Keller der Kathedrale von Kadan. Ja, lass uns da doch einfach mal reinschauen. Mal sehen, ob wir da was entdecken. Etwas ist merkwürdig an der Energie, die der versiegelte Dämon verströmt. Na, was bist du denn für einer? Nomad? Ich glaube, wir sollten hier wahrscheinlich noch gar nicht sein. Aber ich würde mich hier trotzdem gerne umsehen. Okay, hier ist schon mal nichts. Das ist aber ein riesiger Keller mit tiefen Abgründen. Ich frage mich immer, wer sowas gebaut hat. So, hier können wir einmal prüfen. Beschriftet mit Namen und Eckdaten der Toten. Grabstein im Keller der Kathedrale von Kadan. Hier liegen wir mit dem Abschluss von Burg Lutera. Die Lebenden werden wir sie nie vergessen. Eure Seelen, die das Burgmäuer nie mehr verlassen. O Göttin des Schicksals, erleuchte ihren Pfad, o junger Narr, verloren auf der langen Reise, die euch lag, die vor euch lag. O, die ihr durchquert die sengenden athetenischen Wüsten, o, die ihr badet im sanften Mondlicht des Hafens und der Küsten. O, die ihr öffnet des kleinen Pfad in Tortoik, ganz gleich die Kosten, die ihr aufsteigt wie die Sonne am westlichen Himmel Luteras und untergeht im Osten. O, die ihr absorbiert hohen Adels dunkle Schatten so selbstlos. O, die ihr schenkt der punikanischen Frau, die Russ, o Einsiedler, versteckt mit der himmlischen Klinge, ein für allemal. Bei eurer Rückkehr von eurem langen Weg durch Berg und Tal findet ihr die von gebrochenen Seelen erbaute Burg mit hohen Hallen. Und ihr werdet, und ihre Wände werden niemals schwanken, niemals fallen. Das Jahr der Gründung von Lutera. Okay. Interessant. Was haben wir hier? Nichts. Mal sehen, ob hier noch was kommt in dem großen Raum. Jetzt sind wir jetzt hier fast umsonst hingelaufen. Gut, Leute, dann spielen wir von hier aus mal das Lied von Heim und Herd. Das haben wir uns jetzt auf die 7 gelegt. Und dann schauen wir uns mal unsere eigene Festung an. In der Expeditionsstation der Festung kannst du Teams auf verschiedene Missionen aussenden und Belohnungen verdienen. Namenloses Territorium wird es noch genannt. Ja, hallo Adeline.
Willkommen, Abenteurerin. Abenteurer. Gemäß den Befehlen von König Tyrain habe ich als euer Butler zu fungieren. Mein Name ist Adeline. Es ist wahrlich eine Ehre, euch Königsritter dienen zu dürfen. Alle haben bereits auf euch gewartet, eure Lordschaft. Ja, vielen Dank für die nette Begrüßung. Was können wir denn hier lesen? Fährenrundreise, Strecke 1. Geh an Bord der Fähre und erkunde die schönsten Sehenswürdigkeiten der Festung. Die Nebenstraße zwischen der Hauptinsel und abgelegenen Insel bildet das Highlight der Tour. Tourstrecke Hauptinsel Hafen, Hauptinsel Nordhafen, Nebenstraße Hauptinsel Hafen. Okay. So, wer seid ihr denn alles? Steinmetz Ripto. Willkommen, Lordschaft. Dankeschön, Ritter Jonathan. Welch Ehre, einem Königsritter zu dienen. Jennif? Zu euren Diensten. Das ist die Gemischwarenladenbesitzerin und Raha Dahin. Oder Postbote Goldbart. Seid willkommen. Hallo Goldbart. Brr, so nett, ihr seid genau die Person, nach der wir gesucht haben. Die Menschen dieses Ortes, brr, ihre Herzen sind so rein wie das Wasser einer Quelle, wirklich sehr nett. Die anderen Freunde sind auch sehr nett. Heute ist ein sehr guter Tag. Ein Freund namens Felix hat etwas für euch vorbereitet, durchlaucht. Ja, das schauen wir uns dann auch gleich mal an. Hier haben wir einen Spezialumtausch von Monet. Mal gucken, im Besitz haben wir gar nichts. Hier auch nicht. Und da haben wir Stein der Weisen, Tageslimit für Kader. Ja, müssen wir uns nochmal reinfuchsen, Leute. So, da geht's noch runter. Wir gehen aber erstmal hier hoch. Festungsname kann geändert werden. Ja, das wollen wir natürlich auch noch machen. Du kannst die Berechtigung für Gäste einstellen. Das machen wir auch noch mal. Wow, unsere neue Lordschaft. Ah ja, das sind so kleine Mokoko-Figürchen. Oder das sind sogar die Samen. Weiß ich gar nicht so genau. So, sprechen wir mal mit ihr. Okay, hier können wir dann Siegessiegel eintauschen gegen neue Gebäude. Und so ein Kram. Was haben wir hier? Herstellen. Okay, das ist eine Werkstatt. Achso, das ist Felix hier. Natürlich, das ist unsere Lordschaft. Okay, danke Felix. Gebt unserem Land einen Namen, Lordschaft. Machen wir. Eine Festung ohne Namen würde doch höchstens Kokomo zulassen, nicht wahr, Lordschaft? So. Alles klar. Ja, haben wir schon gesehen. Dann geben wir unserer Festung mal einen Namen. Nennen wir es einfach mal Königsfels. Haben das alle gehört? Der Name unserer Festung lautet Königsfels. Wir sind nun die Bewohner von Königsfels. Alle heißen mich so willkommen. So heißen wir die Lordschaft willkommen. Eins, zwei, drei. Wo sind wir hier nur reingeraten? Okay, wir applaudieren einmal. Ein angenehmer Tag. Wo haben wir es denn, Applaus? Da. So, wir sprechen wieder mit Felix. Lordschaft, wie war unser Lied? Er war gut. Wir haben 3 Tage und 3 Nächte lang geübt. Nichtsdestotrotz bin ich hochzufrieden, dass ihr endlich hier seid. Vielen Dank, Felix. So, wir verraten Adeline mal den Namen unserer Festung. Abenteurerin? Wie mir scheinen will, amüsiert ihr euch. Meine Festung hat jetzt einen Namen. Ja, Königsfels. Es ist tatsächlich ein Name, der Königsritter würde,
gerecht wird. Ich teile das sofort den Bewohnern mit. In der Zwischenzeit, Lordschaft, warum bereist ihr nicht die Insel, nun da ihr sie getauft habt? Ihr könnt euch das ganze Herrschaftsgebiet ansehen, wenn ihr auf dem Leuchtturm steigt. Ja, das können wir, glaube ich, mal machen. Dann kriegen wir vielleicht einen kleinen Überblick. Da haben wir auf jeden Fall viel Platz. Wollen wir mal wieder runter und sprechen wieder mit Adeline. Ich habe bereits etwas vorbereitet, was dir die Erfüllung deiner Pflichten etwas erleichtern sollte. Werft bitte zuerst einen Blick auf eure Aktionsenergie. Ein Gespür für den Zustand eurer Festung verschafft euch den Blick auf die Aktionsenergie. Was ist Aktionsenergie? Aktionsenergie ist eine Ressource für alle Festungsaktivitäten und sie wird an der unteren Bildschirmmitte angezeigt. Schauen wir uns für mehr Details noch den Bericht an. So, eine Ressource wird durch Forschung, Herstellung und Verteilung in deiner Festung sowie durch Nutzung in der Küche des Küchenchefs verbraucht. Mit der Zeit wird sie wiederhergestellt. Okay, wo haben wir sie? Da ist sie. Okay, Festungsbericht mit F5. Butler Adeline kalkuliert deine Aktionsenergie und stellt sie in der unteren Bildschirmmitte dar. Da haben wir sie. So, wir sprechen noch mal mit ihr. Es steht euch frei, es euch jederzeit anzusehen, eure Lordschaft. Okay, vielen Dank. Ich werde mein Bestes tun, um euch zufriedenzustellen, Lordschaft. Möchtet ihr nun vielleicht die Aktionsenergie ausprobieren, um die Festung zu verwalten? Gestattet mir zuerst, euch zum Labor zu führen. Wir können mit dem Boot im Hafen dorthin gelangen. Dieses Land bietet uns ein mildes Klima und reichlich Ressourcen im Überfluss. Mit genügend Engagement kann dieser Ort hier zur schönsten Gegend in ganz Luterra werden. Ja, das glaube ich fast. Ist wirklich schön hier. Aber auch hier gehe ich natürlich erstmal ein bisschen auf die Suche. Wer weiß, ob hier nicht auch wieder solche Samen versteckt sind. Da kommen wir schon mal runter. Und wir sprechen mal mit Adeline. Habt ihr das gesehen? Dies ist das Labor. Pookie hält sich hier für gewöhnlich auf. Klickt im Verwaltungsmodus auf das Labor, um mit Pookie zu sprechen und die Forschung zu beginnen. Im Verwaltungsmodus habt ihr die Möglichkeit, viele Entscheidungen zu treffen. Klicke auf die Schaltfläche Verwalten, STRG plus 1, um in den Verwaltungsmodus zu gelangen. Oder wir können auch hier unten einfach klicken. So, wähle das Labor am oberen Bildschirmrand. Da ist es. So, und erforsche, wie man Gespräche, neue Herstellungswerkzeuge kauft. Da, wir brauchen Eisen, Erz und Holz. Das haben wir zum Glück und es dauert zum Glück auch nur 10 Sekunden. Forschungskosten haben wir hier, erforderliche Aktionsenergie. Und hier wird auch unser Silber angezeigt, was wir haben. Gut, dann starten wir die Forschung mal. Das warten wir mal eben ab. So, abgeschlossene Forschung. Sehr schön, vielen Dank dafür. Ah, das brauchte ohnehin eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr euch gleich darum gekümmert habt. Kein Problem. Dank eurer Genehmigung für die Forschung wurden die Herstellungsplätze erhöht. Und der Werkraum kann nun mehr Aufträge bearbeiten. Die Herstellung auszuprobieren wäre auch eine gute Idee. Ihr werdet verstehen, was ich meine, wenn ihr es selbst versucht. Erzählt mir von der Herstellung. Die ebenso tüchtige wie talentierte Dorothea ist die Herrin in ihrem Werkraum. Im Werkraum könnt ihr Kampfgegenstände, Nahrung oder andere für eure Abenteuer notwendigen Gegenstände herstellen. Sowie verschiedene Einrichtungen, um eure Festung wunderschön zu verzieren. Ihr könnt direkt mit Dorothea sprechen, aber der Verwaltungsmodus ist dafür bequemer. Wenn ihr die Maus bewegt, während ihr die Mausradtaste gedrückt haltet, könnt ihr die Position des Verwaltungsmodus-Fensters bestimmen. Ein Druck
auf WASD hat den gleichen Effekt. Ich werde euch etwas Zeit geben, euch mit allen vertraut zu machen. Warum versucht ihr nicht einmal einen Heiltrank herzustellen? Ja, können wir machen. So, wir gehen wieder in die Verwaltung, gehen auf die Werkstatt und stellen mal einen Trank her. Ihr seht schon, schüchterne Wildblume und normale Wildblumen brauchen wir hierfür. Wir stellen jetzt mal einen Trank her. Drei TP-Tränke werden dadurch hergestellt. Wir haben einen Gast, eure Lordschaft. Karls, der Lord des Wellenstrandes, hat uns ein paar Matrosen versprochen. Okay, wir sollen uns jetzt zur Expeditionsstation aufmachen. Ich würde sagen, wir sprechen nochmal mit Pucki. Verfügbare Forschungen haben wir gerade keine mehr. Werden vielleicht noch welche freigeschaltet, wenn wir das Tutorial hier abgeschlossen haben. So, da haben wir nochmal eine Sprungessenz bekommen. Hier haben wir Festungsenergie, stellt 1000 wieder her. Ich glaube, die brauchen wir erstmal nicht, Leute. Ja, ich würde dann sagen, dass wir in der nächsten Folge einmal weitermachen und uns hier weiter zurechtfinden. Schaltet auf jeden Fall gerne wieder ein. Ist auf jeden Fall sehr spannend gerade. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch mal ein Like oder Kommentar da lasst. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, liebe Leute.